Die betont das Wissen hauptsächlich durch den Gebrauch
tatsächlich durch Sinneserfahrung erlangt wird. Hier sind wichtige Vertreter unter anderem John Locke, George Berkeley und David Hume. Vielleicht kennt ihr ja John Locke, also zumindest hatten wir den damals. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Fach das war, aber ja, da hatten wir auf jeden Fall den Namen kennengelernt. Dann Hegelianismus, George Wilhelm Friedrich Hegels Philosophie betont die Dialektik, einen Prozess von These, Antithese und Synthese, der zur Entwicklung des Geistes und der Geschichte führt. Dann die analytische Philosophie. Das ist eine philosophische Tradition, die sich auf logische Klarheit und argumentative Strenge konzentriert. Und bedeutende Vertreter hier sind Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein und Willard van Orman-Quinn. Sorry Leute übrigens, falls ich die Namen hier nicht richtig ausspreche. Ich habe keine Ahnung, wie es richtig ist. Es tut mir wirklich leid. Aber ja, ich hoffe, ihr könnt es halbwegs trotzdem verstehen. Okay, Hermeneutik. Das ist die Kunst und Wissenschaft der Interpretation, besonders von Texten. Hans-Georg Gadamer ist ein einflussreicher Denker in diesem Bereich. Dann gibt es noch die feministische Philosophie, die untersucht die philosophischen Aspekte von Geschlecht und Geschlechtergerechtigkeit. Und wichtige Denkerinnen hier sind Simone de Beauvoir, Judith Butler und Bell Hooks. Anders gibt es dann auch noch die politische Philosophie, die untersucht eben die Grundlagen und die Legitimität politischer Institutionen. Bedeutende Werke, vielleicht habt ihr da schon mal von gehört, sind Platons Der Staat, Hobbes' Leviathan und Rousseaus Gesellschaftsvertrag. Vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff. Ja, was ist dann Ethik? Vielleicht hatten Ethik einige sogar als Fach in der Schule. Und Ethik ist eben ein zentraler Bereich der Philosophie, der moralische Prinzipien und Werte untersucht. Es gibt ja verschiedene Ethiktheorien wie Tugendethik, Deontologie und Utilitarismus. Also vielleicht dem einen oder anderen schon mal begegnet. Was ist eigentlich Metaphysik? Metaphysik untersucht die grundlegende Natur der Realität, einschließlich Fragen über das Sein, die Existenz und die Natur des Universums. Also auch super, super interessant. Was ist Epistemologie? Das ist die Theorie des Wissens, die untersucht, was Wissen ist und wie es erworben wird. Okay, und es gibt auch einen Bereich, der nennt sich Ästhetik. Das ist quasi ein philosophischer Zweig, der sich eben mit Kunst, Schönheit und Geschmack beschäftigt. Dann auch noch die Logik. Logisch. Und die Logik ist der Bereich der Physik, der sich mit den Prinzipien der gültigen Argumentation und des vernünftigen Denkens befasst. Und es gibt auch noch den Dualismus. Das ist die Ansicht, dass Geist und Körper zwei unterschiedliche Substanzen sind, die interagieren. Und hier ist ein bekannter Vertreter, unter anderem René Descartes oder Descartes. Und gleichzeitig auch den Monismus. Das ist die Ansicht, dass nur eine Substanz existiert, entweder materiell oder geistig. Und genau. Dann gibt es noch den Naturalismus. Und der Naturalismus, das ist die Ansicht, dass alles, was existiert, auf natürliche Ursachen und Gesetze zurückgeführt werden kann, ohne übernatürliche Erklärungen. Interessant auf jeden Fall. Ja, das war's mit den Fakten zu Philosophie. Vielleicht konnte ich ein bisschen was aufklären. Vielleicht war es für den einen oder anderen langweilig, aber vielleicht konnte derjenige dann trotzdem entspannen. Und ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare,